Hi folks, this is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Ja, moin und herzlich willkommen. Ich stehe hier noch in Wyoming, in Riverton. Und ich habe euch mal zwei Kameras aufgebaut. Einmal hier oben und einmal hier unten, dass ihr mal so ein bisschen von der Seite gucken könnt, was ich hier so am Sidepanel mache und was ich hier so für Dönkram rumhängen habe. Ne? Okay, also wir haben sonntagsmorgens, 14:45. Ich habe eine Fracht bekommen zur Firma DFA. Das mache ich natürlich zur Firma DFA. Und zwar sollen wir da Rinder abholen, Lebendrinder, und die nach Nebraska bringen, und zwar zur Firma Farmers Cooperative nach Alliance. So, ich gucke kurz auf den Sprit, alles drin, okay, das ist okay. Das habe ich nämlich beim letzten Halten, glaube ich, noch getan, wenn ich mich recht entsinne. Genau, und wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier runterkommen vom Parkplatz. Da sieht es auch ganz gut aus. So, ich muss erstmal 83 Meilen fahren, um die Fracht abzuholen sozusagen. Also das müssen wir erstmal schauen. Da werden wir jetzt also gut 2 Stunden auch nochmal brauchen. Aber gut. Das ist ja unser Job. Ja, genau. Von Wyoming geht es jetzt Richtung Nebraska. Das wären dann so, also von dem Abladeort oder vom Aufladeort besser gesagt, ungefähr 330 Meilen werden es sein. So ist ungefähr der Plan, kann man so sagen. Mal den Ton ein bisschen leiser machen, für mich zumindest hier. Ich habe es neu eingesteuert, so ein bisschen. Ich ziehe mal ein bisschen das Spiel ein bisschen runter. Ja, ich glaube, so ist besser. Okay, Judy. Ich würde sagen, alles klar. Wir machen uns auf den Weg und bis dahin dauert es ein bisschen. Also halt hier erstmal die Klappe. Müssen wir rechts rum. Turn right. Gut, dass da rechtzeitig eine Warnung war, dass jetzt hier ein Stoppschild kam. Hätte man sonst kaum wahrgenommen. Ich weiß nicht, über dieses Geräusch hört, so dieses Rumpeln, das ist so die Verwindung des Fahrwerks oder der Karosserie. Finde ich ganz cool. Habe ich schon 2-3 Mal gesagt, glaube ich. Aber gut, so ist das. Auf dem Kopfhörer höre ich die Geräusche recht gut. 19 Meilen sind es jetzt noch bis zur Firma DFA. Also eine gute halbe Stunde, sagen wir mal, brauchen wir noch. Highway 26 sind wir gerade. Fahren jetzt eigentlich so direkt nochmal auf Riverton zu.
ja, Parkplatz, wo ich vorhin gehalten habe, der war ein bisschen außerhalb. Und deswegen haben wir einen kleinen Turn gemacht sozusagen und fahren jetzt auch mal auf Riverton zu. Doch relativ viel Verkehr, muss ich sagen, so für nachts um 3:30. Also okay. Ich habe ja keinen Verkehrsmod mehr drin. Ich fahre nur mit der ganz normalen, also die, ne, Standardversion von SCS. Das kann ich, habe den Traffic, glaube ich, auf 2 oder 3, weiß ich gar nicht genau. Ich sage es auch nochmal gerne wieder, die Ortschaften hier sind wirklich mit Liebe zum Detail auch gestaltet. Natürlich sind die, da könnte man die grafisch noch deutlich verbessern, aber das ist ja nicht Hauptbestandteil des Spiels hier quasi. Deswegen ist das für mich vollkommen okay. Aber es ist, man sieht trotzdem viele Details, ne, so kleine Lädchen und solche Sachen. Also ist schon ganz nett gemacht, finde ich. Also so, hier schon rechts, oder? Uschi sagt was. Uschi sagt nichts, also eins später. Ja, eins später. Genau, okay. Bei Rot halte ich mal an, ne? Also nicht nur den Truck, sondern auch die Kamera. Das war jetzt tatsächlich eine relativ lange Ampelphase, muss ich sagen. Insofern gut, dass ich es angehalten habe, das Video. Keep to the right and then turn right. Kurz nach links und rechts spielen. Wir können ja nach rechts abbiegen, wenn kein Verkehr da ist. Insofern ist das okay. Keep to the right and then turn right. Turn right. Wyoming Cattle Exchange. Dann muss ich wohl hier rein, oder wie? Also die Rinderbörse von Wyoming, wenn man es übersetzt. Okay. Da hinten rechts ist DFA. Und man merkt hier tatsächlich auch am Lenkrad den Untergrund, ne? Also ich habe es noch nicht auf volle Pulle eingestellt, aber kann man trotzdem deutlich merken. So, mein Trailer steht da. Wir fahren einen World of Trucks Auftrag. Das ist You have arrived at your destination. Der Trailer hier, genau. Okay, wir hängen das Ganze mal an und gucken uns den Trailer natürlich nochmal an. Also das muss ich mir ein bisschen vorbeugen, deswegen könnt ihr jetzt hier unten an der Kamera nicht sehen. Meine Lackierung, Starskin-Hutch, finde ich immer noch cool. So, alles angeschlossen ist in Ordnung, Beleuchtung ist da.
329 Meilen werden mir angezeigt. 6 Stunden, 9 Minuten. Das schaffe ich natürlich nicht. Also ich denke mal, so 7 Stunden werde ich wohl brauchen. Wie immer quasi. Ein bisschen länger. Das Navi plant ja optimal. Und ich plane immer ein gutes Stündchen oder so mit drauf. Scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Das Vieh ist ruhig. Ich weiß nicht, ob die ruhig gestellt werden bei sowas. Keine Ahnung. Steht irgendwie Tablettchen, Spritze, irgendwie sowas kriege ich ins Futter. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand von euch. Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Jawohl. Fenster können wir noch zumachen hier. Ja, bei Vieh. Wo hab ich jetzt angedingelt? Okay. Kann auch manchmal der Boden einfach sein. Bei Vieh sollte man natürlich immer ein bisschen vorsichtiger fahren, sagte er und macht einen Schaden. Einfach damit die dort nicht steil gehen. Deswegen überlege ich, ob die irgendwie sowas wie eine Beruhigung kriegen oder sowas, weiß ich tatsächlich nicht. Könnte ich mir aber schon fast vorstellen, ne? Also dass die irgendwie da dass die da nicht ganz, ganz ausrasten irgendwie. Könnte ja auch gefährlich werden, nur für den Truck und für auch vor allem die Tiere natürlich. Ich fürchte, hier steht so weit draußen, aber der biegt rechts ab, das ist okay. Jetzt stehen sie alle und warten auf mich, oder was? Ja, das ist auch wieder so eine komische Geschichte hier, ne? Alle warten auf mich. Ist ja nett, wenn sie mich reinlassen wollen, aber kann man halt nicht mit rechnen. Vielleicht stand ich auch ein bisschen weit vorne, kann durchaus sein. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so viele Unfälle zu produzieren und defensiver zu fahren. Ob das dann klappt, wir werden sehen. Genau. Es ist wieder rot, ihr Lieben, und deswegen halten wir kurz das Video nochmal wieder an. Und schon geht's weiter. Ja, ich habe mir einen kleinen Aussichtspunkt, ein bisschen außerhalb von Riverton. Wir fahren also jetzt ein bisschen Richtung Norden und biegen dann Richtung Westen ab, Richtung Casper in Wyoming. Und dazwischen, zwischen Riverton und Casper, da liegt also ein kleiner Viewpoint, den habe ich mir ausgeguckt. Da werde ich dann mein Frühstück sozusagen machen, also selbstgemachtes Brot mit Tee. Und dann gucken wir uns den Viewpoint mal an. Und ich würde sagen, bis dahin versuchen wir nur noch ein paar Meilen zu machen, oder? Ja, man fährt hier einfach so mitten durch die Prärie. Das ist schon irgendwie cool. Also tatsächlich, so, ich habe rechts gerade so ein paar Pferde irgendwie noch gesehen. Also das ist ganz nett. Hier, was ist hier links, ist glaube ich ein Rastplatz, genau. Rest Area. Also ist schon, ne, Wyoming, schon eine coole Landschaft irgendwie, finde ich. Halt sehr viel Weide, ne? Sehr viel wahrscheinlich Viehwirtschaft und solche Dinge. So langsam geht die Sonne auf, das mag ich immer besonders tatsächlich. Und deswegen habe ich gerade mal jetzt auch noch mal den Ton angemacht, weil man einfach so ein bisschen auch diese Lichtverhältnisse, ne? Also die Sonne geht langsam auf. Wir fahren eigentlich direkt straight Richtung Osten. Und das ist dann eigentlich eine ganz nette Geschichte, sag ich mal. Also, wir sind auch jetzt gleich, auf der rechten Seite kommt gleich unser Rastplatz. Na, wir haben kurz vor 6. Ich wollte eben ein kleines Frühstückspäuschen machen quasi und
Dabei schauen wir uns den Viewpoint an. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal war. Oder ob wir da schon mal waren, sage ich mal. Ne? Ich nehme mich ja meistens mit. Nicht immer natürlich, aber meistens. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, tatsächlich. Turn right. Aber das werden wir ja gleich gemeinsam erleben. Ja, irgendein Canyon vermute ich mal. Macht auch irgendwie Sinn. Ich glaube, ich war ja schon mal. Aber ist ja auch egal, ne? Das macht ja nichts. Ich werde euch jetzt gleich natürlich auch wieder einblenden, was man so hier zu sehen bekommt quasi, und das machen wir dann gleich. Jo, Hell's Half Acre heißt das Ganze hier. Ich weiß, wie gesagt, jetzt noch nicht, was das Ganze ist, aber ich habe es euch ja gerade eingeblendet. Und wenn das Video hochgeladen wird, weiß ich es natürlich auch. Aber ich meine, hier waren wir schon mal tatsächlich. Also würde mich wundern, wenn nicht. Aber es macht ja auch nichts. Ne? Also es sind ja immer auch ein paar abwechslungsreiche Dinge. So, ich habe auf jeden Fall lecker gefrühstückt kurz, damit wir auf die Tour gehen können. Ungefähr 5,5 Stunden werde ich noch brauchen, bis ich da bin. Das sollten wir jetzt in einem Rutsch schaffen. Das sollte funktionieren, jawohl. Ja, wir sind jetzt hier im Ort Casper oder durchgefahren, sage ich jetzt mal, und wir gehen jetzt auf den Interstate 25 Richtung Osten und damit auch Richtung Nebraska. Etwas mehr als 200 Meilen sind es noch. Oh Junge, fahr weiter oder bleib stehen, aber nicht sowas hier. Genau, etwas über 200 Meilen sind es noch, also 4,5 Stunden ungefähr, die ich noch fahren werde. Und jetzt geht es eigentlich nur noch Richtung Osten, kann man sagen. Ein bisschen Südosten, Osten, also. Ja, und wenn wir vom Interstate 25 runterkommen, dann schauen wir gleich einfach weiter. Mich immer hier, ne? Also das Limit hier, das Speed Limit ist 80. Also die könnten rein theoretisch, könnten hier natürlich alle auch die Pkw auch schneller fahren, das tut aber keiner. Also ich fahre jetzt hier 65,
Das sind schon über 100 km/h, also mit so einem LKW, mit so einem ordentlichen Gewicht da hinten dran. Also wir haben hier 15,6 Tonnen hinten geladen. Und dann damit 100 über die Bahn kacheln, das ist schon, glaube ich, ordentlich. Also ich könnte ja rein theoretisch auch 80 fahren. Dann hätten wir so 100, fast 130, kann man sagen. Also das ist schon eine ordentliche Geschichte. Ne? Also das ist übrigens hier mein Sim-Dashboard, was ich mir gebastelt habe. Ich habe zwei, einmal hier oben, das kann man jetzt nicht genau sehen. Das ist das Cockpit quasi, also das Dashboard an sich, also wie man es hier unten auch sieht, also mit Drehzahlmesser und Kilometerstand oder Kilometerzähler und solche Sachen. Das ist hier so ein bisschen mein selbstgebasteltes, wo ich Informationen habe. Ja? Also das ist meine nächste Ruhezeit, ist in 7 Stunden 19 Minuten. Ich fahre noch 2 Stunden 39. Wir haben noch 226 Kilometer, hier habe ich Kilometer drauf. Okay. Das war ja Gott sei Dank mal rechtzeitig hier. Use the left exit ahead. Richtung Scott's Bluff. Okay. Gut, dass du mir das jetzt gesagt hast. Das hätte ich, glaube ich, jetzt glatt übersehen, als ich hier gerade auch ein bisschen erklärt habe. Kann auch passieren. Wir erklären gleich weiter. Use the right lane ahead. Also Sim Dashboard ist ja im Prinzip so eine Geschichte, wo man quasi Dashboards aus dem Spiel, Daten aus dem Spiel quasi zusammenbauen kann. Gibt es auch für Rennspiele beispielsweise, also gibt es unterschiedliche. Ich habe jetzt für ETS und ATS mir das in der Pro-Version geholt, dann kann ich das auch selber basteln. Es gibt auch Community-Dashboards, also die andere gestaltet haben und zur Verfügung stellen. Die kann man sich dann runterladen, kann sie auch noch mal ein bisschen verändern oder kann es auch einfach so lassen, selbstverständlich. Das ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Ja, und ich habe hier was gebastelt, wie gesagt, oben so ein bisschen Informationen, wie viele Kilometer sind es noch und solche Dinge hier. Dann habe ich hier oben rechts habe ich mir so eine Timetable, und man muss auch auf den Verkehr achten, hier auf Straße achten, gebastelt. Also das ist so ein bisschen aber Real-Zeit, das heißt, ich sehe da, wie spät ist es jetzt wirklich, nicht im Spiel. Ich sehe da, wie lange brauche ich noch in Echtzeit. Ist zum Beispiel für Stream ganz wichtig, wenn ich dann beispielsweise noch mal gucke, wie lange will ich den noch streamen, reicht das von der Zeit her noch eine Tour zu fahren oder nicht, oder ne, kriegen wir es bis zum Ende. Solche Dinge halt. Ich habe die aktuelle Zeit im Spiel, also jetzt gerade Sonntag 9 Uhr. Hier unten links habe ich meine Fuel Information, also Tankstand mit einer Tankanzeige. Hier unten ist noch so zu sehen, wie viel ich verbrauche. Ich verbrauche momentan 55 Liter auf 100 Kilometer, das ist natürlich schon ordentlich. Also ich habe das auf europäisch gehalten, ich hätte jetzt auch Gallonen, aber immer so schwierig beim Umrechnen. Also 55 Liter auf 100 Kilometer, 7300 Kilometer ist der Truck schon insgesamt gefahren und mit dem Tankvolumen käme ich noch knapp 2000 Kilometer weit, also alles wird gut. Und hier unten rechts haben wir nochmal die Frachtinformationen quasi, da sehe ich also nochmal 15,6 Tonnen Leben drin, 22.000 Dollar kriegen wir dafür für die Tour. Ich fahre von der Stadt Riverton für DFA, also die Firma DFA, nach Alliance zur Firma Farmers Cooperative. Und ja, meine geschätzte Ankunftszeit wird ungefähr gleich um 11 Uhr sein. Das könnt ihr aber oben im Spiel auch nochmal sehen. Also das ist so ein bisschen, was ich mir gebastelt habe. Dann habe ich hier noch eine Schadensanzeige. Mein Truck hat momentan 5% Schaden. Und das kann man hier so auf diesem kleinen Dashboard halt einfach sehen. Ich kann das aber auch hin und her switchen. Ich kann mir auch was anderes hier drauf machen, beispielsweise andere Ansichten oder sowas hier zum Beispiel. Das sind, also ihr könnt das jetzt nur rudimentär sehen, logischerweise. Aber das habe ich mir halt selber dann eben gebastelt und das ist eigentlich schön. Und das ist einfach alte Handys, mehr oder weniger, ja nicht mehr oder weniger. Es sind altes Handy, das ist ein altes, ja, damals hat man da Tablet zugesagt oder das ist so ein Samsung LiveTab oder so, hieß das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Also Sachen, die nicht mehr funktionieren, die haben auch keine oder nicht mehr im Gebrauch sind, so ist besser gesagt. Und die habe ich jetzt hier so umgewandelt und hier ins Spiel reingebunden. Das ist für mich ganz cool. Ich plane auch, mir so ein Cockpit zu bauen. Das mache ich aber dann tatsächlich erst, wenn ich mich final entschieden habe, ob ich mir das neue Rory-Lenkrad zulegen werde oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja, das kommt hier im September, Oktober raus. Da werde ich mir erstmal die ersten
Reviews anhören, anschauen. Kostet doch auch ein bisschen Geld und man hat ja hier sein liebgewonnenes Equipment. Also wenn ich mir das Hori-Lenkrad kaufen würde, Moser kommt für mich nicht in Frage aus verschiedenen Gründen, dann könnte ich das alles, was ich habe, wegschmeißen oder verkaufen oder wie auch immer abgeben halt, ne? Weil dann ist alles quasi, also das hier, das Sidepanel, das Lenkrad, was man selber gebastelt hat hier auf der Seite und so weiter, kann man alles in die Tonne hauen, weil kann man dann nicht mehr gebrauchen. Oder könnte man wahrscheinlich schon, aber macht keinen Sinn, weil das Hori-Lenkrad hat 108 Tasten oder sowas irgendwie und das ersetzt das hier im Prinzip alles. Bräuchte man dann also nicht mehr. Also da überlege ich gerade, was ich so mache. Und deswegen habe ich das Cockpit noch nicht gebaut, weil falls ich mich dann eben entscheiden sollte, dieses Hori-Lenkrad zu kaufen, würde das ja logischerweise dann da nicht mehr passen. Also würde ich von vorne anfangen. Also ähnlich wie Atze das macht. Schönen Gruß in die Richtung Atze Gaming. Der wartet auch momentan drauf. Der hatte auch eigentlich schon vor, was anderes zu basteln und hat jetzt auch nochmal gestoppt. Und ja, also das Hori-Lenkrad, was da so präsentiert worden ist, das ist schon eine Hausnummer. Also das ist schon, also wenn das wirklich das bringt, was es scheint zu versprechen, dann könnte das ein großer Wurf tatsächlich sein für die Trucker-Community. Dann wäre das mal ein richtig geiles Only-Truck-Lenkrad quasi. Das ist ja eigentlich im Prinzip, was ich hier habe, ist ja eigentlich nur fürs Racing gedacht mit den Schaltwippen und so weiter. Ne? Und da hätte man dann Blinkerhebel und solche Dinge. Kann man alles selber bauen, klar, so versiert bin ich da drin leider nicht. Aber da hätte man quasi bei dem Hori-Lenkrad alles in einem. Und das ist natürlich schon richtig cool. Deswegen ist das, wie gesagt, noch ein bisschen erstmal nur im Aufbau befindlich hier. So, aber nochmal zu dem Sim-Dashboard. Also ich kann es empfehlen. Das ist, man hält sich da einfach ein Programm runter und hier auf den quasi App. Ich habe es einfach nur ins WLAN eingebunden, also ist keine Karte mehr drin und gar nichts. Und weil die Akkus da auch nicht mehr so halten, haben die halt natürlich hier so einen Dauerstromanschluss mehr oder weniger. Dauerstrom dann, wenn ich das Spiel anschalte. Das ist über ein USB, habe hier alles angebunden. Ich stecke da nur einen USB-Stecker rein, da ist dann alles drin. Und dann kriegen die ihren Strom und sind da wieder dabei. Ne? Also das funktioniert schon ganz gut. Und so kann man sich halt eben seine Dashboards bauen. Und das finde ich einfach ganz lustig. Und die Sachen haben noch mal einen Gebrauchssinn halt. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwie in die Tonne kloppe oder irgendwie sowieso nicht, weil ich würde es hier verkaufen oder beziehungsweise abgeben, um die Ressourcen nochmal wieder verwerten zu können. Aber das ist halt cool. Ne? Also ich finde das halt ganz nett, dass man das hier dann einfach nochmal wieder gebrauchen kann. Ja, also. Finde ich ganz, ganz nice. So, wir haben es noch 61 Meilen. Ich halte aber für den Moment nochmal die Klappe. Ich sag's immer mal gerne wieder hier. Ich habe zwar ungern meinen K100 in Zahlung gegeben bei dem Canvas-Händler, aber ich habe ja dafür diesen W900 gekauft. Und der zieht schon gut. Also der hat eine 600 PS-Maschine, 600 oder 625, weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall schon ordentlich Wumms dahinter quasi. Und man merkt auch, wenn man drauf drückt und der ist schön im Flow, ja, dann gibt der auch richtig Gas. Also das ist schon cool. Ich will gar nicht so schnell fahren, das nicht, aber so wenn du Berge rauffährst und solche Dinge, das ist dann einfach nice to have. Ne? Ja, also wir haben noch 27 Meilen, also Realtime 2, 3, 4 Minuten ungefähr mit Einpark ORG 5. ist ja immer das Gleiche, Einparken brauche ich ja immer ein bisschen, ihr wisst das. Und genau. Turn left. Damit müsste ich dann eigentlich, wenn das richtig passt, meinen 9. Auftrag für das Nebraska, diese Nebraska Challenge quasi geschafft haben. 9 von 12, also dann brauche ich noch 3. Kriegen wir auch irgendwie noch gebacken, denke ich, in der Zeit. Finde ich auch mal ganz nett, dass sie sowas machen. Ach, das ist wieder eine von diesen Straßen, Stoppstraße hier, wo du einfach kaum eine Chance hast aufzufahren. So, wir biegen jetzt Richtung Norden ab auf die 385.
sozusagen an Scotts Bluff sind wir vorbei in Nebraska und fahren jetzt noch mal kurz, wie gesagt, Richtung Norden, Richtung Nordosten, sagen wir besser gesagt, und biegen dann rechts Richtung Alliance ab. Ja, also ordentlich viele Züge, die da stehen, ne? Frachtzüge auf der rechten Seite hier. Ja. So ein Rangierbahnhof oder irgendwie sowas. Vorne muss ich irgendwo rechts. Jawohl, mein erster Aufenthalt in Alliance. Das habe ich jetzt, ich habe quasi jetzt 11 von 12 Städten habe ich in Nebraska durch. Hat mit der Challenging zu tun, aber ich glaube, Chadron fehlt mir noch, das bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Keep to the right and then turn right. Turn right. Ich bemühe mich auch, nicht dass ihr euch wundert, mit dem Truck immer weiter in die Kurve reinzufahren, um den Anhänger vernünftig rumzukriegen. Also ich lerne ja dazu, ne, dass man mit dem Anhänger nicht immer irgendwo hinten andengelt. Solche Dinge versuche ich jetzt zu vermeiden und ich versuche auch tatsächlich defensiver zu fahren. Wohlgemerkt, ich versuche das, ihr kennt mich, und versuche Unfälle und solche Dinge dann einfach zu vermeiden. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Also das war jetzt mal nicht meine Schuld. Der ist da, wirklich, der ist mir der Landspeeder hier von Star Wars, ist mir einfach in die Seite gefahren. Ich bin ja schon auf der Seite hier so. Auch mal lustig, ne? Dass man dann selbst die Strafe kriegt, obwohl derjenige eigentlich Schuld hat, aber okay. Naja, gut. Wieder $900 gekostet. Ist ja von Dunkin' Donuts, ne? Sieht so aus, ja, tatsächlich. Ich muss nachher links rum, sehe ich gerade. Das heißt, ich sollte mich schon mal links einsortieren. Sonst kommt man gleich wieder nicht rüber. Keep to the left and then turn left. Ja, das versuche ich mir auch anzugewöhnen, dass das Navi unten im Blick zu behalten, da wo ihr jetzt hier unten meine Hände seht quasi, also dass ich das, weil oftmals oder manchmal ist einfach die Ansage sehr spät und das ist dann halt ein bisschen blöd. Ne? So, wir sind jetzt auf der 87? Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch 7 Meilen, da ist gerade so ein Sprühgerät draußen, wo sie die. Und dann seht ihr da links und Landwirtschaft quasi aufpeppeln. Was ist das da, was da steht? In 200 meters, turn left. Nein, das machen wir nicht. Wir haben hier einen Viewpoint, ihr Lieben. Und den Viewpoint, den gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Muss ich hier gerade rumkommen? Ich hatte gerade so nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwas war. Carhenge, nein, ich lache mich kaputt. Das sind Autos oder was? Okay, ich glaube, ich komme hier links. Ach, da komme ich doch nie wieder raus. Hier fällt mir also auf. Das hätte ich vielleicht lieber ohne Trailer machen sollen. Ja, und das macht vielleicht auch Sinn. Mal eben kurz den Trailer abhängen hier. Kommen gleich wieder. Ungeplanter Stopp, ihr Lieben, ungeplanter Stopp. So, ich mache erstmal alles wieder aus hier.
So, ich würde sagen, da holen wir uns doch erstmal hier was zu essen und was zu trinken, oder? Roasted Chicken to go. Hot Dog and a Coke, please. Mensch, das ist natürlich eine lustige Geschichte halt, ne? Ja, wir gehen mal gucken, oder? Also, wir haben es ja vorhin in den Film gesehen. Auch da oben sind Raubvögel, wie man sieht. Ja, auch cool. Wenn ihr was sehen könnt da oben am Himmel. Welcome to Carhenge. Ich weiß jetzt nicht, ob die das so dem Original Stonehenge quasi nachempfunden haben. Also natürlich, klar, also nicht das nicht falsch verstehen jetzt, sondern ob wirklich jetzt auch so zum Beispiel, ne, dass genau an der Stelle hier welche fehlen oder so, das ist so gerade meine Idee, ob die das wirklich mehr oder weniger eins zu eins dann dem Stonehenge nachempfunden haben. Das ist ja natürlich schon ganz lustig, ne? Also das ist ja schon irgendwie, das ist ja irgendwie witzig, oder? Also das, einfach eine geile Idee, finde ich. Okay, was haben wir hier stehen? Ein GTO oder sowas, oder was steht hier noch? Habe ich was erklärt, okay. Ja, offensichtlich kann man da links dann auch Camping machen, so quasi. Aber interessant, wie die das gemacht haben, ne? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es ja auch das so im wirklichen Leben so gibt. Macht ja irgendwie keinen Sinn. So ein Überrollbügel hier drüber und hier oben haben sie was festgedengelt, damit das nicht umkippt. Schon cool, oder? Das ist doch schon irgendwie cool gemacht, finde ich. Mal nochmal einen Blick zurückwerfen auf die Teile dort. Ja, cool. Ja, natürlich google ich das nochmal für euch und packe euch auch noch ein paar Informationen dazu rein, wie immer. Das kennt ihr von mir. So, gestern getrunken habe ich auch nochmal. Ist ja nicht mehr ganz so weit. Jetzt zum Abladen quasi. Ich hoffe, ich kann meinen Trailer auch wieder andengeln. Und ich würde sagen, wir hüpfen rein, oder? Müssen wir noch mal gucken, wie wir da hier am besten wieder rauskommen. Eigentlich nur rückwärts, anders geht es gar nicht. Schön, wenn die Dame da beim Essen zustochen. Entschuldigung. Also Warnblinker habe ich an. Wenn ich jetzt gerade nichts gesagt habe, ich konzentriere mich gerade. Ich hoffe, dass die alle erkennen, dass ich hier einfach nur ausparken will. Es scheint zu funktionieren, sagen wir es mal so. Okay, vielen Dank. So, okay, also wir haben es jetzt nicht mehr allzu weit. Wir haben es im Moment 2 Meilen. Okay, das ist. Ach, hier links muss ich rein. Okay. Turn left.
Ja, doof von. Hätte ich auch erst abliefern können und dann das machen können. Aber egal. Es ist ja egal. So, Farmers Cooperative, keine Ahnung, was das für eine Firma ist. War ich noch nie, soweit ich mich erinnern kann. Ich feiere ja schon einige. Das ist jetzt die 105. Tour, genau. Also Touren viel mehr, aber 105. Video. Sagt mir tatsächlich nichts. Vielleicht ist es auch neu in Nebraska, kann ich mir durchaus vorstellen. Weiß ich aber nicht genau. So, wo soll ich denn abliefern? Da oder da? Okay, ihr wollt die schwere Tour, ist ja klar, wie immer. Gucken wir mal, wo wir hinfahren müssen. Steht da ein echter Hirsch oder ist das nur eine Attrappe? Scheint eine Attrappe zu sein, okay. Und der guckt also genau zu, was wir tun. Aha, wir können also uns nicht einfach so frei bewegen hier. Wir werden beobachtet, okay. Jetzt verfranselt hier. Ich hätte da vorne zwischen den Gebäuden rechts rumgemusst. Hier komme ich nicht mehr rum, ne? Genau. Ja, ist ja auch klar. Okay. Macht aber nichts, dann fahren wir halt rückwärts da rein. Muss ich, glaube ich, sowieso. Habe ich das geguckt gehabt? Ja, habe ich geguckt, aber... Hoffentlich komme ich da auch rein. So, die Silos auf der Seite soll ich auch am besten stehen lassen. Ne? Ist immer ganz gut, wenn man beim Kunden nichts beschädigt. Sagte er und fuhr davor, oder wie war das noch? Man merkt tatsächlich die Betonplatten hier drunter. Das ist ja eigentlich auch interessant. Man merkt im Lenkrad und bei den Geräuschen merkt man die Betonplatten. Das ist auch cool. Ich glaube, ich habe mich einfach total verfranst hier. Ich hätte aber ganz anders fahren können, glaube ich. Oder? Das war doch nur eine 40 EP Einparkung, das sollte doch so schwer gar nicht sein. Ich hoffe, dass ich da vorne noch ein bisschen nach vorne ziehen kann, das wäre ganz hilfreich. Es war klar, dass das nicht passt, ne? Das war sowas von klar, dass das nicht passen würde. Okay. Sie werden müde, ist auch lustig. Ich habe noch über eine Stunde Zeit, also das ist auch ein bisschen...
keine Ahnung, ob das, was ich jetzt hier so im Spiel mache, ob das im Real Life gehen würde. Und ob das überhaupt jemand machen würde. Hier, ne, also abkuppeln, ankuppeln und so weiter. Um den Trailer da vernünftig reinzuschubsen. Und absaufen lassen natürlich. Ja, ich habe doch wieder nur eine Stunde Zeit. Ist doch so schlimm, kann es doch gar nicht sein. So. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur hier vorne rumfahren müssen. Aber okay, gut. Versuchen wir es doch mal jetzt tatsächlich im Real Life quasi. Also, einparken ist schon immer echt eine Nummer, ne? Und hier hinten durfte man ja auch nicht zu nah dran, ne? Na, ich stehe aber auch noch einen Meter weit weg, ne? Also insofern, eigentlich müsste ich ja noch einen Meter ran, ne? Aber mache ich das jetzt noch oder was? So ist eigentlich ganz richtig. So gefällt mir das schon besser. Ja, okay. Ich muss mir gleich einen Rastplatz suchen. Und logischerweise, jetzt bauen wir den ganzen Kram ab. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Spaß an solchen Videos habt, guckt einfach beim nächsten Mal wieder mit rein. Ich sage mal tschüss und ciao. Euer Trucker Tom.